Er fängt an mit Elif, Lam, Mim. Drei Buchstaben. Was sagen die Mufassirun? Warum? Es gibt einige Suren, die hiermit anfangen. Und meistens, wenn eine Sure mit diesen Suren an, mit diesen Buchstaben anfängt, hat die etwas danach gemeinsam. Danach wird eine Eigenschaft vom Koran genannt. Elif, Lam, Mim, Zalikal Kitabu, La Raiba Fi. Elif, Lam, Mim, an diesem Buch gibt es keinen Zweifel. Yasin, wal Quranil Hakim. Beim weisen Koran. Meistens. Hamim, Tanzilul Kitab min Allahil Azizil Hakim. Herabgesandt, das Buch. Immer wird danach der Koran erwähnt. Also sagen die Gelehrten, hiermit ist gemeint, dieses Wunder des Korans, diese Unnachahmlichkeit, dass Allah praktisch zeigt: guck mal, dies sind eure Buchstaben, Araber. Macht einen Koran wie diesen Koran. Dazu sind sie nicht in der Lage gewesen. Allah sagt im Koran, Sure 2, Vers 23 oder 24, sagt er, versucht eine Sure so zu machen, haben sie nicht geschafft. Alif, Lam, Mim, dann sagt er, Zalikal Kitabu la Raiba Fi. An diesem Buch gibt es keinen Zweifel. Guck mal, was das für ein Stil ist von Allah. Praktisch das Buch fängt hier an, nach der Fatiha geht so los. Alif, Lam, Mim, Zalikal Kitabu la Raiba Fi. An diesem Buch gibt es keinen Zweifel. Wenn du andere Bücher siehst, fängt erstmal so an. Ja, meine verehrten Leser, falls es irgendwelche Fehler geben sollte, melden Sie sich bitte. Vielleicht können wir nochmal darüber diskutieren nach dem Motto. Ja? Hier steht kein Zweifel. Hudellin Muttaqin, Rechtsleitung für die Gottesfürchtigen.